wunderschönen guten Abend zusammen. Was geht ab? Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Formats, ein Workshop für zwischendurch. Heute möchte ich mal das Thema behandeln, dass die Klangsuche sehr schwer ist und somit trägt dieses Video den Titel Sei du selbst, die Klangsuche ist steinig und schwer. Und ich muss sagen, das ist sie auch. Seit über 20 Jahren suche ich nach dem optimalen Beckensound. Also ich bin so lange dabei, meinen eigenen Beckensound zu suchen. Und soll ich ehrlich sein, ich habe ihn noch nicht ganz gefunden. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem optimalen Beckensound und ich habe ihn einfach noch nicht gefunden. Ich bin nah am Ziel, aber es dauert und dauert und dauert, weil heutzutage hat man so viel Auswahl an verschiedenen Beckenfirmen und man findet immer wieder Neues, was sehr interessant und ungewöhnlich klingt und man will es unbedingt haben, aber dann hat man nicht das Geld dazu und dann muss man vielleicht warten, bis man dann das Geld dazu hat und das dauert echt lange. Also ich habe wirklich viele, viele Beckenfirmen gespielt, also Saluda, Dream und Samsung sind nicht die einzigen. Davor gab es schon andere Firmen, die ich gespielt habe, aber davor war ich wirklich nie zufrieden und die Suche nach dem richtigen Klang, also Beckenklang, ist wirklich bei mir extrem lang, weil die Qualität heutzutage, muss man wirklich sagen, naja. Also es gibt schon gute Qualitäten im Beckenbereich, aber es gibt auch sehr, sehr viel schlechte Qualität im Beckenbereich. Und heutzutage muss man leider auch sehr, sehr viel Geld bezahlen, wenn man ein gutes Becken haben will. Dann muss man sehr, sehr tief in die Tasche greifen und ich habe halt eben nicht das Geld dazu, aber andere haben es, Gott sei Dank, da können sie auch viele schöne Becken für kaufen und ich muss halt eben oftmals warten, bis ich wieder Geld habe, weil ich habe halt eben einen gewissen Qualitätsanspruch. Und der muss halt erfüllt werden und deswegen dauert die Beckensuche halt eben so lange. Anders sieht es bei den Fellen und bei den Trommeln aus. Also ich habe mit den Remo-Fellen schon wirklich gute Felle gefunden. Ich muss allerdings aber dazu sagen, dass mich auch die Aquarian-Fälle und die Evans-Fälle interessieren. Also Evans habe ich auch eine Zeit lang gespielt, dann habe ich Remo gespielt und bin mit Remo eigentlich relativ zufrieden, aber Aquarian ist auch ziemlich gut und vielleicht wechsle ich mal die Firma durch und spiele Aquarian. Allerdings muss ich da auch wieder suchen, denn Aquarian hat eine große Fellauswahl, Evans hat eine sehr große Fellauswahl und Remo erst recht, also da, das ist Wahnsinn, was die für Fell haben, also das ist schon echt krass, aber ich kann grundsätzlich sagen, dass ich mit meinen Fällen, die ich hier momentan drauf habe, recht zufrieden bin und somit erstmal die Suche nach Fällen beendet habe. Genauso sieht es mit den Trommeln selbst aus. Also ich bin mit dem Set, das ich hier habe, sehr, sehr zufrieden und die Suche geht auch nicht wirklich weiter, nur wenn nur ganz gering. Und zwar sollte es mal der Fall sein, dass ich von Acryl auf Holz umwechsle, dann möchte ich eine Firma spielen, die Kessel aus einem ausgehöhlten Stamm heraus macht. Also das gibt es ganz selten.
Man hat entweder die Auswahl zwischen Sperrholz, Fassbauweise und. Aber die Kessel aus einem ausgehöhlten Stamm zu machen, das können halt die wenigsten Firmen, aber die Qualität ist damit auch die höchste und somit auch die teuerste. Und genauso zufrieden wie mit dem Tom bin ich mit der Hardware auch. Ich hatte mich eigentlich auf eine Firma festgelegt, aber bei den Pedalen zum Beispiel, da habe ich jetzt insgesamt über 4 Firmen durchgespielt und bin soweit zufrieden, aber irgendwann wird auch ein neues Pedal fällig und da bin ich noch auf der Suche. Aber ich denke, ich bin am Ziel angekommen und weiß, welches Pedal ich mir holen will. Und ja, so sieht es auch mit dem Rest aus. Und ja, vor allen Dingen bei den Stücken, wie man so sehen kann bei den Videos. Ich habe verschiedene Firmen. Das hat auch den Grund, weil ich immer wieder einen anderen Klang haben möchte und somit kann ich nicht mit einer Firma zufrieden sein, weil es andere Produkte bei anderen Firmen gibt, die es bei der einen nicht gibt. Also das ist immer wieder sehr, sehr interessant, was der Markt dann so hergibt. Und deswegen solltet auch ihr immer wieder nachgucken, welcher Klang euch gefällt und welche Produkte ihr deswegen spielen wollt, damit euch der Klang richtig gut gefällt. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, der Weg, einen ordentlichen und guten Klang zu finden, der einem gefällt, der ist wirklich steinig und schwer und dauert wirklich teilweise extrem lange. Und ja, das kann auch zu einem Problem werden. Und ich habe es schon oft erlebt, ich habe viele Firmen wechseln müssen, gerade bei Becken, wie ich das schon erklärt habe in diesem Video. Und auch bei den Fällen habe ich Firmen gewechselt. Und ja, da war die Suche halt wirklich extrem lange, gerade bei Becken. Wie ich schon gesagt habe, ich bin noch nicht am Ende und deswegen kann das echt lange andauern und das solltet ihr wirklich gut beachten und auch immer wieder dann die Rückschlüsse und die Konsequenzen daraus ziehen, was man sich kauft. Das kann zu einem Problem werden, vielleicht auch nicht, vielleicht doch. Also es ist immer wieder so zwiespaltig. Man kann ein Produkt suchen und es für gut empfinden, dann kann man es auch behalten, zum Teil sogar für extrem lange Zeit. Aber es gibt auch Produkte, die einem nicht gefallen und somit ja, muss man sie leider immer wieder verkaufen oder verschenken oder wie auch immer. Und ja, das ist dann halt eben ein Problem, womit man halt eben zurechtkommen muss. Und das lässt sich halt eben nur verhindern, wenn man wirklich weiß, was man will. Und dieses Ziel zu erreichen, ich habe gefunden, was ich will, das kann wirklich sehr, 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 sehr lange, 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 lange dauern. Und ja, oftmals gibt es Irrwege, oftmals gibt es Verzweigungen in den Wegen, aber schlussendlich führt jeder Weg zu einem Ziel und damit möchte ich auch diesen Workshop hier abschließen. Ich hoffe, ich kriege den Titel auch richtig rein und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut, ciao!